Naja, auf jeden Fall ganz viel Final Fantasy und sowas alles und ja. Ich gucke jetzt einfach auf den Fernseher. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt so weit wie möglich kein Delay hat. Ich würde sagen, Mach ich hoffe mal. einfach, dass der Stream nicht delayed ist. Der Oder mein Commentary Stream ist dann in dem nicht. Der Moment. Stream ist nicht delayed. Also Nee, mein der Commentary Main. meine ich in dem Moment dann. Weil mein Mainstream ja. Achso, weil der ein bisschen laggt. Ja, das kann auch sein. Naja. Habe die Quali extra runtergestellt auf 480p. Von daher. Ja, naja, ich versuche jetzt einfach auch, denke jetzt auch einfach so über den Fernseher, ist das jetzt einfach original und das passt. So, und So, da geht's los. und damit geht's los. Willst du die Einleitung machen oder soll ich? Mach du die. So, meine Damen und Herren, willkommen zum vorletzten Run, beziehungsweise das Incentive von 10.000 US-Dollar, Schweden-Dollar, ich glaube US-Dollar sind es. Und zwar einen wunderbaren Super Mario 64 70 Sterne Run gemacht von den lieben Benji64, einer der Top-Runner im Mario 64-Universum auf der N64. Begleitet wird er von Babsia und Tomka. Tomka ist ein Top-Runner in 16 und 70, wenn ich mich jetzt glaube ich gerade nicht irre. Und Babsia ist ein wunderbarer Blindfolded-Runner, der sogar 120 Sterne Blindfolded als einziger Mensch den Weltrekord geholt hat. Und ja, da wird jetzt schon so langsam gleich geresettet und der Run Intro. startet. Kommentiert wird der liebe Run von Finny und dann würde ich sagen, auf geht's, Mario. Finn. Guten Abend. Ja, Tomka übrigens, gerade ganz so nebenbei, Top Runner. Jemals auf Emulator gespielt, Top Runner von, in den ganzen kurzen Kategorien, also 16 Sterne, 1 Sterne und 0 Sterne. Und eben auch in 70 Sterne. Benji64 selbst, Weltrekordhalter gewesen, 70 Sterne. Übrigens auch ein netter Dude, nur sehr angenehm, auch im Stream. Bin mal gespannt, was Benji macht. Ich traue Benji auch zu, dass er jetzt auf eine Top geht, auch wenn ich es irgendwie nicht glaube, aber es hat er auch im Race schon gemacht. Aber wir werden das sehen. Ja, also, naja, er hat halt 6 Minuten, etwa ja, Minuten Zeit ja etwa, also er kann halt alles Mögliche eigentlich noch ein bisschen so zeigen. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass Benji einfach versucht, so ein bisschen Show-off-mäßig halt den ganzen Hardstuff rauszuhauen. Also Island Hop, Salt Class, CCM 17, also Doppel-Pillarless wird er wahrscheinlich machen, nehme ich an. Gehe ich einfach mal von aus. Aber mal sehen. Danke an German Service für die Infos, auch wenn der. Wenn die Zahl vom Weltrekord nicht ganz richtig ist. Ja, ich Und glaube, er geht wirklich auf einen Top. ja, geht jetzt Richtung Island auf. Okay, das läuft nicht so ganz. Aber basically, wie die Strat funktioniert, ist, man versucht einfach einen First-Frame-Wallkick zu bekommen, weil der einem mehr Speed gibt als ein normaler Wallkick. Mit dem Double Jump hat man da genug Speed, um rüberzukommen auf die Insel. Macht man normalerweise in Races und in Relays eigentlich nicht, weil es sehr riskant ist, wenn man da runterfällt, verliert man viel Zeit. Aber Benji. Ich hab's Benji zugetraut, irgendwie war mir das klar. Guten Abend, Teoster. Oneflip. Macht der Backflip? Macht Backflip. Sehr schön. Ja, wir sehen schon, wo das Ganze hier hingeht. Also, er wird. Wenn er den Run weiter so angeht wie den Anfang, wird er auch auf Salt Class gehen, aber wir sehen das ja gleich. Bin ich sehr gespannt. Frag mich auch, was wir jetzt erwarten können. Ich weiß nicht, wie eingespielt Benji ist. Ich weiß nicht, wie viele Runs der gemacht hat die letzten Tage. Ich habe ihn nicht mehr so wirklich verfolgt. Also ich habe ihn ja ein bisschen, also zur Info, ich bin einer, der vor ESA vor Ort ist. Ich habe Benji jetzt nur die letzte Zeit jetzt eben gerade noch Practice gesehen, also jetzt eben gerade auch 1, 2 Stunden vor dem Run. Deswegen ist jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen eingespielt jetzt so also in den einzelnen Sternen, aber jetzt nicht in Full Runs habe ich ihn jetzt irgendwie gesehen. Deswegen mal gucken.
Wir haben übrigens ganz vergessen, Predictions zu machen für die Slide-Zeit. Stimmt. Naja, dann machen wir es bei der zweiten Slide. Machen wir gleich. Oh, machen wir bei Slide 2. So. Voltclass? Ja. Ah, nicht ganz. Ja, jeder, der schon mal SM64 Speedruns geguckt hat, kennt Cannonless. Soltclass ist eigentlich, also die Variante von Cannonless, die heißt Soltclass oder Solt OG, ist eigentlich eine Variante, die man auch nicht macht in Races oder in Relays. Ja, ist riskant, spart, wenn man es schafft, ungefähr 3 Sekunden. Versucht es nochmal? Nein, okay. Aber Texture Setup kann auch schief gehen. Ja. Das kostet ordentlich Zeit. Das sind jetzt 10 Sekunden, ist ja ungefähr los. Das sieht besser aus. Wieder nicht. Frag mich immer, ich habe sowas da noch nie gemacht. Ich frag mich, wenn man in so einer Situation ist und so struggelt mit einem Trick, der sowieso eigentlich immer im Run nervig ist, was denkt man dann? Wird man dann nervös? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird man dann nervös, oder? Naja, du wirst halt nervös und auf solchen Events, also immer On-Site-Events, ja, sind halt immer solche Fehler irgendwie. Also, sag ich mal so, die sind schon vermeidbar, das ist alles cool, nur manchmal passiert halt manchmal sowas. Ist halt so ein bisschen so Marathon-Lack. Ja, klar, sowas passiert immer. Gerade bei so einem Trick, Candles ist halt immer ein bisschen eine Glückssache, egal wie du es angehst. Stimmt. Ich meine, Benji wird auch damit gerechnet haben, als er auf Soulclass gegangen ist, dass er quasi, dass es failen kann. Übrigens, schönes Double Jump Aulis hier. Ich hab jetzt hinterher kommentiert, aber schönes Double Jump Aulis hier. Wart ungefähr eine Sekunde über die normale Strat. Die 100 oh, ja. Coins. Ja, 100 Coins plus 8 Reds. Jo. Es sieht auf jeden Fall bis jetzt schon mal sehr clean aus, als ob er den. Also, er hat eine Coin verpasst, aber er darf 2 verpassen. Bis hierhin. Perfekt. Den Hundred Coin, also den Cycle, also an der Plattform da, die Plattform zu verpassen, kostet auch 10 bis 15 Sekunden, aber. Das ist nicht ganz einfach, aber Benji ist, was das angeht, halt. Also, Benji ist in dem Run extrem konsistent. Also. Ich erwarte nicht, dass er viele große Fehler macht. Generell. Ich meine, gut, okay, ich sollte das nicht sagen. Ich meine, Weltrekordhalter, ehemaliger, aber gut. Haben wir eine schöne 100 Coin auf jeden Fall. Meinst du jetzt du oder Benji? Was? Meinst du jetzt du oder Benji? Achso, Benji. Ich meine achso, Benji. Ja, klar, ehemalig. Was macht so? Ich tue mich dir am Anfang des Spiels, wenn ich kommentiere, immer am Anfang des Spiels immer ein bisschen schwierig, weil es gibt zu Worms Fortress eigentlich nicht viel zu sagen, außer halt zu den 100 Coins und zu den ersten Sternen, aber gerade jetzt zum Worm King kann man nicht viel sagen. Ja, ist halt nicht spektakulär. Ist halt der normale Worms, einfach müssen wir halt dreimal draufstampfen. Er stand daneben. Einfach und dann ist er schon besiegt. Ja, aber später wird es interessanter, ich meine. So nach die Wingcap wird interessant, ja, die kann Probleme bringen und wenn es dann so Richtung Untergrund geht, Base, also Baseburn, SSL, LLL. Ja, ich würde halt sagen, so CCM vielleicht noch ein bisschen interessant, aber sonst. Ja. Ja, wenn CCM interessant wird, wird CCM immer unschön. Ja, ja, das stimmt. CCM ist halt immer Fluch und Segen. Oh, oh. So, auf jeden Fall ist jetzt, nachdem wir Bomb besiegt haben, ein wunderbarer Tower erschienen, den wir hiermit jetzt gerade erklimmt haben. Mit einem wunderbaren Triple Jump. In dem Fall war es der Double Jump, der hat ein schnelleres Strat gemacht. Weil ja, stimmt, Double Jump und. Ich heb das nur hervor, weil es halt. Ja, ja, klar, alles gut. Weil es halt ein schnelleres Strat ist. So. Slide Predictions, wer will? So, Slide Predictions, Zahlen jetzt in den Chat. Ich sag 12-6. Ich sag 12-7. Es sieht aus wie ein 12-5. Ah, 12-6. Ja, 12-5. Okay.
Schade. Unterschätzt. Schokolade. Oh, 12, 6. Ja, Millisekunde. Aber ist okay. Oh, Dark World wird auch noch interessant. Bowser in the Dark World wird auch noch sehr interessant. Mhm. Fällt mir gerade mal so auf. Ja. Yeah. Das Rennen war so kurz, keine Zeit zu beschreiben gehabt. Ja, mhm. Alles cool. Ups. Das ist unangenehm. Ja, okay. So, die Wing Cup können wir holen, nachdem man 10 Sterne halt eingesammelt hat. Dann erscheint in der Mitte ein wunderbares... Ich weiß gerade nicht, wie man es wirklich nennt, denn so... Licht? Ja, es ist Licht. Wir sagen einfach Licht dazu. Ich sag einfach jetzt auch Licht dazu. Und dann kann man halt mit der Kamera, wenn man sie halt nach oben bewegt, direkt ins Level hinein. Genau. Benji hier in dem Fall mit 2 Fehlern bei den roten Münzen, aber es ist erstmal kein Problem. Mit der schönen Strat am Ende, ich weiß, ich kommentiere wieder hinterher, aber mit der schönen Strat am Ende, mit dem, wo er direkt auf dem Schalter gelandet ist. Und er geht auf Risiko Dark World, okay. Was Benji hier gerade macht, ist die schnellste Variante von Dark World, die man im Run eigentlich so macht. Der Cycle nennt sich Tsukishima Cycle. Und ist gerade für einen Marathon-Run ziemlich riskant. Nein, es gibt noch einen anderen Benji. Also, Benji 64, der hier gerade runnt, das ist der ist aus Österreich. Das ist richtig. Schönes Dark World, auch wenn er das Ende ein bisschen langsam war. Aber trotzdem immer sehr schön anzusehen. Ich finde, Tsukishima Cycle sieht immer sehr, sehr schön aus. Upgrade ist eh dasselbe, ja, true. Australia, Austria. Ah. Kann man noch verwechseln. So, nach knappen 11 Minuten sind wir mit Dark World fertig. Bis auf die paar offensichtlichen Fehler ist der Run bis jetzt aber sehr stark, würde ich sagen. Man hatte ein bisschen Pech in Womp's Fortress. Aber sonst ist es für einen Marathon-Run schon sehr stark. Wallkicks Will Work heißt der Stern im Englischen. Ich habe vergessen, wie dieser Stern im Deutschen heißt, muss ich zugeben. Der Stern kann immer sehr unangenehm sein, weil es da eine unsichtbare Wand gibt, die man treffen kann. Die ist recht klein, ein paar Pixel ist die groß. Wenn man die trifft, kann man halt, verliert man jede Menge Zeit, aber es ist zum Glück nicht passiert. Allgemein, wenn mir nichts zum Kommentieren einfällt, wird das darauf hinauslaufen, dass der Stern, dass er einfach sehr, sehr clean spielt. Kommentieren ist immer schwieriger, wenn der Runner keine Fehler macht. Hier an der Stelle kann man versuchen, den Pinguin quasi hinzulegen, in dem Moment, wo man das Gespräch mit dem großen Pinguin beginnt. Das spart ungefähr eine Sekunde, hat Benji leider nicht geschafft, wenn er es versucht hat. Jetzt kommen die 100 Münzen. Gleich auf der Rutsche werden wir sehen, darf Benji nur, ich glaube, eine einzige Münze verpassen. Es ist der vorletzte Run. So wie ich das verstanden habe, ist das der vorletzte Run. Ja, ist der vorletzte Run. Und zum Abschluss kommt an 51 World Games. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Spiel richtig heißt, sorry. Aber auf jeden Fall das Related. Was Benji da gerade versucht hat, war ein Dreisprung, Dive, hat leider nichts funktioniert. Und jetzt die Rutsche. Die Rutsche ist ein bisschen happig. Und er hat bei dem Jump jetzt schon die eine Münze verpasst, die er verpassen darf. Muss ein bisschen aufpassen. Allgemein, wenn man dann nur noch eine Coin verpassen darf, dann
Also ich persönlich werde dann immer sehr langsam und sehr vorsichtig auf der Rutsche. Das ist immer sehr unangenehm. Weil wenn man da eine Münze zu viel verpasst, kann man halt quasi zurücklaufen, kann sich dann eine extra Münze holen. Das dauert sehr lange, kostet viel Zeit. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Gute 100 Coin. Ich verfalle immer eine ganze Zeit in mein Denglisch zurück, was ich halt so ein bisschen aufgebaut habe. Das hat sich ein bisschen eingeprägt. Tut mir leid. Ja, den fantastischen Soundtrack von SF64, den ich nicht hören kann, weil ich den Stream nicht auf laut habe. Schade eigentlich. TBH, die Stage, bei der immer alle abschalten, weil die alle langweilig finden. Zum Glück ist die in 70 nicht langweilig, der Stern auf dem Balkon. Aber ich habe ihn im Kopf, das ist richtig. Der Stern auf dem Balkon ist nicht so langweilig und an sich ist TBH recht kurz in 70 Sterne. Man holt nur 2 Sterne in dieser Stage, wo es dann eben runter ins Basement geht. Ja, Kedo. Es ist halt so, im 120-Sterne-Speedrun finden BBH irgendwie immer alle langweilig zum Zugucken, was ich jetzt so nicht bestätigen kann, aber deswegen ist es bekannt, dass man quasi während BBH, dass halt immer die Werbung läuft oder halt einfach abgeschaltet wird. Es gibt ganze Memes in Chats darüber, ganze Copypastas, darüber, dass BBH einfach langweilig ist und man einfach abschalten möchte. Von daher. Nee, ich auch nicht. Ich finde PBH eigentlich, also gerade 120 Sterne eigentlich ganz cool. So. Clean gespielte Stern. Keine weiteren Fehler, die jetzt aufgefallen sind. Naja, Kehle, okay, das Spiel ist, lass mich rechnen, 10 Jahre älter als ich, von daher. Und ich spiele das jetzt seit 3 Jahren. Generell die meisten Runner, die noch aktiv sind, die auch auf hohem Niveau spielen, sind jünger als das Spiel. Ich weiß nicht, wie alt Liam zum Beispiel ist, der 120-Stände ehemalige Weltrekordhalter, aber viele Top-Runner sind eine ganze Ecke jünger als das Spiel. Ich glaube, Benji ist 18 geworden, zum Beispiel. Ja, der ist 18. Und Pillars. Das ist so ziemlich der Runkiller Nummer 1, Pillars. Was man im Prinzip macht, ist, man nimmt die Bombe so, wie man das in BOB gemacht hat, also am Anfang des Spiels, in Baums Bombenberg. Und verglitscht die so, dass sie nicht mehr explodiert, damit man die verwenden kann, um eben in die Pyramide reinzukommen. Das macht man in diesem Run zweimal. Beziehungsweise als Anfänger macht man das nicht zweimal, sondern nur einmal, wenn überhaupt. Aber auf Pro-Level macht man das Ganze zweimal, weil der Stern von den Secrets, also von diesen Zahlen, ich weiß gar nicht, wie man die überhaupt nennt, weil er auch noch Zeit spart. Die einzige Alternative wäre in PCM, Cool Cool Mountain. Ich habe vergessen, wie die Stage auf Deutsch heißt. Ich glaube, Biberbergbob in der Schneewelt, die wir gerade eben gesehen haben, einen Stern mehr zu machen. Dann würde man den Pinguin im Race besiegen. Ja, aber wie gesagt, ich habe schon erwartet, dass Benji ziemlich viel Risiko läuft mit dem Run. Wir haben das ja schon gesehen. Die ganzen Cheats. Genau, Benji cheatet die ganze Zeit. Und ja, richtig, das Spiel von 1996, beziehungsweise ich glaube in Europa 1997. Und dahingegen, ich meine, wie gesagt, Benji ist 18. Der aktuelle Weltrekordhalter ist glaube ich 17, in 70 Sterne meine ich. Ja, so wie tschüss. 17, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja doch, das ist 17. Ich bin mir gerade nicht, ich glaube schon, ja. Ja doch, ist so.
Ja, hier hat man gerade noch schön das Isa-Summer-Meme gerade gehört. Das hat nämlich mein wunderbarer Zimmernachbar nämlich erfunden. Das nämlich du auch. Und seitdem ist es halt zum Isa-Meme geworden, 3 Tage später. Ja. War das Bernhard? Bernhard sitzt da. Ah, Bernhard sitzt da. Das ist richtig. Nein, ich meine, ist das ein Zimmernachbar? Ist Bernhard dein Zimmernachbar? Nein, Tim Cario ist mein Zimmernachbar. Ach so. Ah, okay. I see. Und der hat halt auf Englisch, ich weiß gerade nicht, was heißt nochmal du auch auf Englisch? U2. Und dann auf irgendwann hat er die ganze Zeit das irgendwie auf Deutsch gesagt, weil wir halt auch eine Truppe sind, halt, wo halt 8 von 30 Leuten halt Deutsch sind. Und dann immer so du auch und seitdem ist es halt dann durch die ganze Veranstaltung gekommen. Und jetzt macht das irgendwie jeder international. Wobei U2 nicht schön klingt, aber ich glaube, das ist korrekt übersetzt. Ja, klar, weil das ist dann halt ins Deutsche dann quasi einfach rüber. Ja, ja. Du kannst generell, wenn man irgendwas hört und mir im Stream in der Cam irgendwas nicht auffällt, was interessant ist, gerne sagen, weil ich habe den Stream halt ohne Sound an. So, deswegen. Sonntag um 6 Uhr morgens aufstehen. Ah, weiß ich ja nicht. Hab mich jetzt nicht so gemacht. Hört ihr mal, wer von euch hat im Chat hat denn das Spiel als kleiner Junge zum Beispiel gespielt? Ich finde es übrigens gerade sehr interessant, wie Benji das einfach komplett durch LLL, also durch, wie heißt die Stage of Englisch auf Deutsch? In Englisch heißt die Lethal Lava Land, aber Benji rast wirklich durch die Stage durch, also komplett ziemlich fehlerfrei bis jetzt. Im Vulkan, der Lava Boost zum Beispiel war cool, den habe ich jetzt nicht kommentiert, weil, naja, verpeilt. Aber generell sehr, sehr starkes LLL bis hierhin. Vor allem sind schon 21 Minuten rum. Normalerweise wäre man jetzt entweder in SSL oder schon davor noch, also bei anderen Runs. Und ja, schon, ja, sind schon gleich bei 30 und schon bei der Hälfte des Spiels. Im 120-Stunden-Run wäre man jetzt im BOB. Da macht man Bombenberg ja nach der Wingcap. Und die kommt nach Derby, weil man zuerst in Darkwood rangeht. Ich muss sagen, als ich das. Ich habe das Game irgendwann gezockt, weil mein Dad das halt zu Hause hatte. Und ich habe, als ich klein war, 120 Sterne auch nie geschafft. Also nicht mal annähernd. War dafür einfach zu schlecht. Und hatte auch, ich hatte auch Angst vor dem Spiel teilweise, als ich noch klein war. Witzigerweise. Was wir gerade gesehen haben, ist übrigens ganz interessant. Man manipuliert die kleinen Bullies so, dass die in Mario genau so reinrennen, dass man die eben perfekt mit der Stampfattacke eben besiegen kann. Hat nicht ganz optimal funktioniert, aber war fast optimal und hat kaum Zeit gekostet. Jetzt kommt die wilde Wasserwerft auf Deutsch, auf Englisch Dire Dogs. Die ist für viele auch immer relativ langweilig, aber die dauert in 70 Sterne auch nicht so lange. Es ist halt generell die Wasserstages, finde ich persönlich zum Zuschauen nicht so interessant. Ich glaube, da geht es vielen so. Aber im Speedrun zum. Also als Runner sind die ganz interessant, also. Eigentlich ganz nett. Ist nichts Besonderes. Was man hier schön gesehen hat bei den Truhen ist, dass man muss die Truhen eben nur in einem bestimmten Winkel berühren, egal an welcher Stelle, damit die sich öffnen. Und man kann da eben, wenn man sehr optimal schwimmt, sehr viel Zeit sparen, beziehungsweise auch sehr viel Zeit verlieren, wenn man einen Fehler macht. Ich find's immer wieder faszinierend, wie clean das Binding aussieht. Oh, er geht auf Chip Clip. Und, ah, nicht geschafft, okay. Man kann da in diese Decke rein glitschen, wenn man im richtigen Moment B drückt. Und dann landet man in diesem Tunnel drin. Das spart ungefähr eine Sekunde. Ist ziemlich präzise.
Hätte aber jetzt gerne gesehen, muss ich sagen. Und jetzt Front Sub. Normalerweise geht man ja hinten auf das Sub drauf, weil da eben diese Plattformen sind, an dem Propeller oder was auch immer das darstellen soll. Und es spart ungefähr 2 Sekunden, wenn man das, wenn man diese Jumps da macht, die Benji da gerade gemacht hat. Das ist relativ präzise und gerade am Anfang ein bisschen tricky. Jetzt kommen wir zu einem der nervigsten Stellen im Spiel. Und der Stern ist nervig, nicht wegen dem Manta, sondern weil die Ringe da schlecht programmiert sind. Es ist nämlich so, dass die ersten 5 Ringe sind absolut in Ordnung und danach die Ringe haben eine verglitschte Hitbox. Die Hitboxen sind schief. Es gibt ein Video zu auf YouTube, das zeigt, dass die Hitboxen nach den ersten 5 Ringen komplett schief liegen. Und dadurch kann es sein, dass man quasi durch die Ringe durchschwimmt, aber die Ringe gar nicht erwischt. Der ist am Stern vorbeigeschoben, das kostet ein bisschen Zeit, aber es ist auch nicht allzu schlimm. So, Bosses Lavasee. In der Stage versucht man gerade in der ersten Hälfte sehr optimal zu spielen, um einen Cycle zu bekommen, der 10 Sekunden spart, was er kosten kann. Soweit so gut. Perfekt. Ja, aber diese Plattformen fahren nämlich nach oben und wenn die Plattform zu hoch ist, erreicht man sie halt eben nicht mehr mit dem Jump aus der Lava. Alles in allem kein optimales RC. Ist nichts Besonderes. Hier bei dem Bowser Fight versucht man immer. Oder ist es sehr fatal, wenn man Bowser daneben wirft, weil es noch mehr Zeit kostet. Aber für Benji kein Problem. Wie Benji, erst blindfolded und dann so. Ja, das war ein Incentive, das irgendwie, ich glaube, heute oder gestern halt auch eingefügt wurde, bei 10.000 US-Dollar. Und das wurde jetzt halt vor 10, 15 Minuten geknackt und daher sehen wir jetzt nochmal einen wunderbaren 70-Sterne-Run, ganz normal, wo halt Bubs ja der Commentary ist. By the way, könnte man mal die Information updaten. Der Weltrekord ist nämlich nicht korrekt. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Der Weltrekord ist 46, ich glaube 42. Oder 41. So, die 100 Münzen in Andantes Aquaria. Die sind relativ glücksabhängig. Einfach weil die Münzen, gerade wenn die aus den Gegnern rauskommen, halt überall hinfliegen können. Wir werden das nochmal sehen später im Spiel. In der Uhr. Und man verknüpft hier zusammen nicht mit den roten Münzen, die sind nämlich unten in der Stadt, sondern eben mit den versteckten Zahlen. Die eben in diesen Blöcken drin sind oder in den Boxen. Der Sparky ist auch glücksabhängig, das ist einfach Pech, was da gerade passiert ist. Leider. Das kann man auch nicht drauf reagieren, leider. Was er als nächstes machen wird, ist der Stern. Ich glaube, der macht als nächstes den Stern. Ja, genau, der macht als nächstes den Stern in diesem Käfig.
Und er wird dafür versuchen, einen relativ komplizierten Trick anzuwenden. Nämlich diesen Triple Jump hier. Oh, und er hat den Wandsprung nicht getroffen. Ärgerlich. Und da war die Position falsch, okay. Ist nicht schlimm. Im nachfolgenden Stern kann man den Trick nochmal machen, dann werden wir ihn vielleicht doch noch sehen. Sieht eigentlich ganz cool aus, wenn der Trick funktioniert. Jetzt gibt es Probleme mit den Wandsprüngen hier, weil der Winkel nicht gut war. Alles gut ist nicht tragisch. Ist für den Runner nicht tragisch. Das sieht besser aus. Perfekt. So. Jetzt wird der Run langsam interessant. Jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Die nächsten Stages sind vom Movement her sehr, sehr schwierig. Kann jetzt wieder einiges passieren. Der Stein jetzt nicht. Der Stein ist relativ unkompliziert. Man nimmt einfach diesen Teleporter. Und eine neue Subscription von Zero Beat. Vielen herzlichen Dank für den Resub. Ich wusste gerade jetzt nicht, ob das jetzt weird wäre, mich zu bedanken, weil ich nicht zum Team gehöre. Irgendwie wäre das gerade ein bisschen komisch. Ich gehöre auch nicht komisch. Zum Team, aber ich sag ja, das einfach trotzdem mal danke. Du bist jetzt Namen weiter des Teams in Tiny Huge da. Island. Ja, also. Tiny Huge Island, genau. Der erste Stern ist auf jeden Fall schon mal einer der schwierigeren im Run. Und er hat das Secret nicht bekommen. Sind die Secrets in THI? Ja, aber soweit clean. Das eine Secret und nicht bekommen und sonst clean. Ja, und das Besondere an Tiny Witch Island ist halt einfach, dass man bei der einen Pipe, also es stehen halt sozusagen Pipes einfach, wo man zwischen klein und groß quasi die ganze Zeit hin und her wechseln kann. Und ja, genau, je nach... Ja, wie zum Beispiel hier. Und je nach Unterschied, wo man welche Pipe ist, gibt es dann auch unterschiedliche Sterne. Ist ganz cool, man sieht das jetzt im Speedrun, sieht man das nirgendwo, auch in 120 Sterne nicht, aber eigentlich, wenn man das Spiel spielt, muss man quasi für einen Stern in die kleine Insel betreten, um ein Loch auf dem Berg oben zu öffnen und muss dann ins große Island gehen, wo das Loch dann offen ist, wo Mario dann in das Loch reinpasst. Ist eigentlich sehr cool gemacht. Bei den Pflanzen, wenn man hier übrigens runterfällt, dann verliert man 30 Sekunden oder so. Dann ist es eigentlich am besten, die Stage zu verlassen und wieder neu reinzugehen. Der Backflip. Torstern, nichts Besonderes. So, ich bin gespannt. Kommt jetzt der Trick? Okay, hier klippt man in den Berg rein. Das kann sehr tricky sein, aber kein Problem hier für Benji. Allgemein TTM hat ein paar sehr schwierige Stellen. Auch der Wandsprung hier ist... Das tut weh. Ich wollte gerade sagen, auch der Wandsprung hier kann Probleme bereiten. Das habe ich jetzt so nicht erwartet, dass der Winkel nicht passt. Aber gut. Einfach nochmal hoch, kein Problem. Jetzt passt. Ja, da kann viel passieren. Man kann den Glitch am Anfang verkacken. Das kostet viel Zeit.
Man kann auch bei dem Weitsprung, bei dem Wandsprung gegen den Baumstamm runterfallen, da kann viel passieren. PTM ist auch in Runs immer sehr, sehr, der Super Monkey war dafür, genau. PTM ist in Runs immer eine Stage, die bei vielen dafür sorgt, dass sie nervös werden. So, Breezeless, so heißt der Trick hier. Und? Yes! Sehr schön. Der Trick ist sehr, sehr präzise und eigentlich von kaum einem Runner absolut consistent schaffbar. Aber ich finde, das sah irgendwie so einfach aus bei Benji. Keine Ahnung. Das Ding ist nämlich, dass Mario eigentlich überhaupt nicht genug Höhe bekommen kann, um in diese Plattform, zu erreichen oder diese Lücke im Berg. Man kann da aber eben in die Wand reinglitschen und sich dann eben da hocharbeiten, sag ich mal. Und das ist sehr, sehr präzise. Spart auch nicht so viel Zeit, es sind 3 Sekunden. Ah, ein kleiner Fehler hier. Practice Backup. Das Problem bei dem Wandsprung ist, dass man vorhin einen Sideflip, also einen Seitwärtssprung machen muss, auf sehr kleinem Raum, was schwierig ist. Aber das Backup war gut. So. Und dann verlassen wir TTM wieder mit diesem letzten Stern, der relativ simpel ist. No Man's Land. Auch dieser Wallkick hier ist hin und wieder kann sehr zu Problemen führen, weil man dann nicht viel Platz hat für den Wandsprung, aber kein Problem in dem Fall. Allgemein in dieser Stage, wenn so langsam die Nerven hochkommen, wenn man im Affen-Wood-Run ist, kann die sehr, sehr schwierig sein, aber auch so. Benji hier mit der schnelleren Strat, mit der schnelleren Double-Jump-Strat. Die man eigentlich so eigentlich kaum sieht. So. Hier versucht man immer die Box direkt, wenn man von dem Jump, wenn man quasi da runterrutscht und man springt, versucht man immer die Box direkt zu erwischen. Ich überlege gerade von der Zeit her, wie gut der Run gerade ist, von der Zeit her. Ich kann es gerade leider nicht nachgucken. Wait, ich mach kurz. Alles klar, dankeschön. So, Minuten 11. Drift Race ist aber relativ gut. Also dafür, dass teilweise wirklich Fehler dabei waren, die relativ viel gekostet haben. Wie gesagt, gerade am Anfang des Runs ist 2 Minuten 11 hinter der PB halt eigentlich echt stark. Also jetzt für seine Verhältnisse, ne? Also für seine Verhältnisse ist das, ich sag mal, nur relativ stark. Der Run ist eigentlich echt gut. Hört sich immer ein bisschen blöd an, wenn man zu so einem Run sagt, ja, ist okay. Aber eigentlich ist der Run wirklich gut. Man kann hier gerade in der Kamera bei ESA sehen, dass die geklatscht haben beim Toadstern, weil es nämlich ein
Es ist ein Meme daraus geworden, dass der Todstern der absolut schwierigste Stern im Spiel ist. Es hat damit angefangen, dass viele Runner eben immer Toad schlagen, weil die zu früh den B-Knopf drücken, um mit Toad zu sprechen. Und daraus wurde eben dann dieser Joke. Wir sind bei plus 220 ungefähr. Ja, im Chat wurde schon geschrieben 211 oder 212. Ah ja, das stimmt. So, was wir gerade übrigens gesehen haben, die Strat eigentlich bekannt als Triple Box Jump. Und zwar hat diese Stage, die grüne Giftgrotte, in diesem großen Raum keine Decke. Heißt, man kann da eben über die Wände drüber springen mit genug Höhe. Und das ist eben von der Box aus möglich. Was Benji hier gerade versucht hat, ist bekannt als Christmas Miracle oder auf Deutsch Weihnachtswunder. Und so versucht man quasi mit einem Wandsprung da runter zu springen und direkt den Schalter zu aktivieren. Und der Grund, warum das Weihnachtswunder heißt, ist, weil man früher dachte, das wäre Glück. Weil man die Strat nicht verstanden hat. Heute weiß man, dass es damit zu tun hat, wie hoch man den Wandsprung ansetzt. Sprich einfach, wie gut man die Strat ausführt. Aber früher dachte man, das wäre Glück. Man hat es einfach Weihnachtswunder genannt. Was definitiv Glück ist, sind die Felsen hier. Die können nach links, nach rechts oder durch die Mitte gehen und in dem Fall haben sie Benji genau getroffen. Schön ist die Upslide hier übrigens. Auch wenn das Ende sehr unfortunate war. Der Stern ist relativ simpel, gibt's nicht viel zu sagen. Und damit verlassen wir HMC und begeben uns in den letzten Teil des Runs quasi, die letzten paar Minuten des Runs. Die letzten zwei Stages können sehr viele Probleme verursachen. Wir beginnen mit Rainbow Ride. Bin mal gespannt, ob der auf die neue Lucky to Bounce Strat geht. Er versucht's und er scheitert. Was er da versucht hat, war einen Dreisprung zu machen und an diesen drehenden Plattformen eben einen Wandsprung der Tod tut weh. Er hat da versucht, die Plattform zu erreichen und ist nicht weit genug gekommen, deswegen gestorben. Das kostet viel Zeit. So, das meinte ich. Dann macht man hier einen Dreisprung auf den Lucky Two drauf. Das ist eine recht neue Strat, die gibt es noch nicht so lange, die wurde vor kurzem erst herausgefunden. Spart zu der vorherigen Strat ungefähr 3 Sekunden und ist relativ tricky. So, macht er jetzt zuerst die roten Münzen oder macht er jetzt die anderen beiden Sterne? Er macht erst die anderen beiden Sterne. Hier kann es auch zu kleinen Komplikationen kommen. Ich kann nicht reden. Er wird jetzt denselben Weitsprung, den er gerade gemacht hat, nochmal zur anderen Seite machen und der ist deutlich präziser. Mal gucken, ob er es schafft. Sieht gut aus. Ja, schön. Perfekt. Dadurch, dass man eben quasi keine Notch nehmen kann im Stick, also man kann nicht genau die Ecke halten, ist der Winkel, den man nehmen muss für den Wandsprung, sehr, sehr präzise. Oder sehr, sehr schwierig zu treffen, sage ich mal. Generell, es gibt viele Dinge in dem Spiel, oder viele Sterne in dem Spiel, zu denen es quasi
eine, ich sag mal, anfängerfreundliche Version gibt und dann eben nochmal so eine Pro-Version, auch in dem Stern hier. Also den Dive hier, den hier, bei der fünften roten Münze, den... Oh, die Bombe. Die Bombe drückt ihn da runter, das ist selten. Was da gerade passiert ist, ist einfach, er ist eben in die Wand rein gebogen, konnte sich nicht bewegen, hat die Bombe ihn unten da runter gedrückt. Ah, okay. Aber jetzt kann ich wiederholen, was ich sagen wollte. Und zwar bei der fünften roten Münze, den Dive, den er da macht, den würde man eigentlich am Anfang nicht machen, weil der relativ präzise ist und der spart auch nicht viel, aber es ist eben so ein Trick, den man eben einbaut, wenn man versucht, wenn man auf so ein richtiges Top-Level hinarbeitet oder Top-Level ist. Jetzt kommen wir zur vielleicht schwierigsten Stage im Run. Und natürlich ist die schwierigste Stage am Ende. Was auch sonst. Was haben wir erwartet? Oder was würde man erwarten? Und er wird beginnen mit den 100 Münzen. Man holt in dieser Stage alle 7 Sterne und jeder einzelne von diesen Sternen ist in irgendeiner Form mindestens schwierig. Oh, der unten tot. Ja, an dem Stern gibt es viele Stellen, an denen man sterben kann. Eigentlich stirbt man an der Stelle weniger oft. Aber gut, besser hier am Anfang als später ganz oben. Man wird sich nämlich jetzt langsam die Uhr hocharbeiten und da eben die Münzen mitnehmen. Und das ist auch so eine Strat, der Dreisprung, den er da gemacht hat, den sieht man auch nicht oft. Viele machen den nicht, auch auf Top-Level noch nicht. Na, der Weg, den Wickler hat er verzogen. Aber das ist so ein Stern, dem sieht man halt eben, dass der Runner was drauf hat. Weil da sind so ein paar Stellen dabei, an denen kann man eben... Ja, Lag. Da sind so ein paar Stellen dabei, an denen kann man eben sehen... Oder kann man eben gut erkennen, wie viel Zeit hat der Runner in das Spiel reingesteckt, wie gut ist der mit dem Movement von Mario 64 vertraut. Okay, für die es nicht wissen, die Uhr funktioniert übrigens so, dass die Uhr sich anders bewegt oder anders verhält, je nachdem, wann man in die Uhr reingeht. Und zwar, wenn der Minutenzeiger links ist, dann wird die Uhr sich bewegen. Wird die Uhr sich normal bewegen, regelmäßig bewegen. Und dann kann man eben immer am Anfang dieses Strat machen, die er gerade gemacht hat. Die wird er jetzt nochmal machen. Diesen Dreisprung hier. Diese 2-3 Sprünge. Was dachte ich, das Level sei total. Das Prinzip ist cool, aber... Generell finde ich irgendwie das Slab-Design von der Uhr nicht so cool, persönlich, muss ich sagen. Oh, da fällt er runter. Das ist ärgerlich. Es kann passieren, dass Mario da quasi, wenn man die Plattform auf der Plattform da oben zu früh landet, dass Mario quasi anfängt zu rutschen. Und wenn man darauf nicht richtig reagiert, weil es einem zu spät auffällt, dann verliert man viel Zeit und das Backup hat er komplett verzogen. Das kostet jetzt viel Zeit. Ja, das beste Backup ist der Longjump von da oben, ja. Das ist ganz lustig. Was er da gemacht hat, ist, er hat quasi die Wand gekickt und genau im selben Moment den Stern berührt. Und das sorgt dafür, dass Mario sein Momentum behält in der Sternanimation und dadurch eben nach hinten fliegt. Kostet eigentlich, ich glaube, 3 Sekunden oder 2 Sekunden, aber egal, warum nicht.
Rodarados, hi. Guten Abend. So, jetzt könnte Benji nochmal in die sich bewegende Uhr reinspringen und... Macht er es? Ja, macht er. Also, die roten Münzen in der sich bewegenden Uhr sparen 2 Sekunden, sind extrem präzise. Okay, da ist der Fehler. Jo, das Backup kenne ich so nicht von der Box aus. Das kann jetzt hier ein bisschen dauern, das Backup ist ziemlich tricky. Das macht man eigentlich auch kaum, weil normalerweise kann man den Run eigentlich abbrechen, wenn man die Strat hier verkackt, weil das sehr viel Zeit kostet. Wird das Backup auch selten gesehen in Runs. Eine Coin vergessen, der hat die Coin ganz oben einfach vergessen. Mario 64 ist kein leichtes Spiel, das ist richtig. Gerade am Ende kann das Spiel sowohl casual als auch im Run sehr, sehr schwierig werden. So, zum krönenden Abschluss. Bowsers Luftschloss. Ich weiß nicht, wie das mit den VODs war. VODs. Bowsers Luftschloss. Auch hier versucht man optimal zu spielen, gerade am Anfang, um einen Cycle zu bekommen. Oh, damit habe ich nicht gerechnet, dass die Strat immer ein Task Long Jump, weil die Strat lange Zeit als eine Strat galt, die man nur machen kann, die nur der Task machen kann. Und da wurde ein Setup dafür gefunden, das hat Benji gerade ausgeführt. Das ist eine Strat, die man eigentlich auch kaum sieht. Aber sehr stark, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet gerade. Also Hut ab, dass er sich das getraut hat. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, man versucht am Anfang optimal zu spielen, um einen, bei den Plattformen einen Cycle zu bekommen, der 1,3 Sekunden schneller ist als der Cycle davor. Und was Benji gerade gemacht hat, ist er einfach noch einmal 1,3 Sekunden schneller. Jetzt die Bowser Throws. Nummer 1. Ja, Benji hat wirklich, man merkt, dass Benji wirklich Spaß dabei hat. Man merkt das wirklich. Finde ich aber auch schön. Und 3 Bowser Throws. Ohne Fehler. Ich finde es auch immer schön, wie die Menge im Hintergrund am Abgehen ist dabei. Und der Typ, der den Taskbot in der Hand hat. 52-12. Sicher nicht die Zeit, die Benji sich vorgestellt hat, aber für die Fehler, die er gemacht hat, definitiv alles in allem sehr in Ordnung. You also joined your channel. Hallo! Hallo! Ja, ein schöner Run. Und Florence Live, vielen Dank für den Raid! Sorry, das muss noch. Ein sehr, sehr schöner Run, finde ich übrigens. Und das hat immer gerade mein Selbstversuch zugeben. Und Sorgo, vielen Dank auch für den Raid. Vielen herzlichen Dank für den Raid. Hallo Raider. Passend zum finalen Run des Events. Aber zunächst einmal ein Dankeschön. Ein Dankeschön an Finny. Für dieses spontane Commentary. Bitte, bitte. Muss ich nochmal eben kurz. Bezüglicherweise den Weltrekordhalter für VVC. Nur so gesagt. VC? Also
Ja, er ist der Weltrekordhalter von der Wii aus. Also 64 gibt es ja für 64 VVC und Emo. Und Finn hat den Weltrekord in Wii. Deswegen.